dass ich noch einmal auf einer verfluchten Magitech-Maschine sitzen würde. Und das noch unter diesen Umständen. Meine Vergangenheit hat mich wohl eingeholt. Ich bin Lucia Go Junius, eine gebürtige Galliar. Du hast mir damals einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Dachte glatt, deine berüchtigte Schwester geht in Ishgard spazieren. Etwa Tribunus Livia Sass Junius, die Vertraute von Gaius van Belsa? Ja, die Hexe von Dalmasca. Livia war meine jüngere Schwester. Nachdem wir die Eltern im Krieg verloren hatten, kamen wir bei verschiedenen Ziehfamilien unter. Meine Schwester wählte die Offizierslaufbahn, während ich als Spionin ausgebildet wurde. Dann war Ishgard also... mein Einsatzort. Garlemald vermutete, dass die Kurie allagische Relikte versteckt hielt, die für uns von großem Interesse waren. Mir wurde nicht genau gesagt, wonach ich suchen sollte. Jetzt denke ich, es muss der Schlüssel zu Azyslar gewesen sein. Und dann wendete sich mein Schicksal. Ich begegnete Großmeister Emmerich. Mein Auftrag war, ihn auszuhorchen. Doch bald sah ich, dass mich mit ihm weit mehr verband als mit allen Galliaren, die ich kannte. Auch er litt unter seiner Herkunft. Denn als illegitimer Sohn des Papstes gab es für ihn keinen offiziellen Platz in Ishgard. Aber anders als meine Schwester und ich verfluchte er sein Schicksal nicht. Er nahm es an und wuchs darüber hinaus. Mein Platz war an seiner Seite. Das spürte ich tief im Inneren. Er verkörperte Werte, für die ich kämpfen konnte. Und so verriet ich die Galliar und vertraute mich ihm an. Eure Loyalität Großmeister Emmerich gegenüber habt ihr bereits ausreichend bewiesen. Aber wenn Livia eure Schwester war, dann... Ich sagte es bereits, als wir uns in Camp Drachenkopf begegneten. Wer der Vergangenheit nachhängt, verliert den Blick auf die Zukunft. Livia hat für ihre Überzeugung gekämpft. Und für jene, die sie liebte. Dasselbe gilt für mich. Und für euch ebenfalls. Was vorgefallen ist, lässt sich nicht mehr ändern. Na, ich freue mich jedenfalls über den galäischen Zuwachs. Wir Überläufer müssen doch zusammenhalten. Und es ist immer schön zu sehen, wie vielfältig Magitech-Maschinen doch einsetzbar sind. Chef, gleich sollten wir was sehen. Jawohl, Chef. Dorthin hat das Licht gezeigt. Hinter der Wolkenwand wartet garantiert ein Mega-Panorama. Na, dann haltet euch mal fest. Da ist Azyslar. Chef! Ja, das sind allergische Bauten. Wir haben es geschafft. Was war das? Verflucht! Eine magische Barriere!
das Schiff nicht lang durch. Chef, wir haben ein Problem. Sid, so schaffen wir es nicht. Wir müssen nach Ishgard zurück. Das darf doch nicht wahr sein. Diese Alager machen einem das Leben verdammt schwer.